nicht Metal Tussing? Trussing, ah, natürlich. Haha, Tussing, ja, 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 ist okay. Ich nix, spreche Englisch. Ich plötzlich verlernt. Okay, das dauert ein bisschen. Solange haben wir hier halt ein Loch. Verteidigen wir das Loch. Das ist gut, hier brauchen wir dann... Nee, eigentlich können wir dann das Ding abbauen, weil hier macht es dann keinen Sinn, weil da haben wir ja Mauer. Ich meine, die Trussing Frames halten ein bisschen was aus, sind jetzt aber nicht übermäßig stark, aber halt durchschießbar. Das könnte uns beim letzten Mal ja schon ein bisschen geholfen haben. Oder das hätte uns beim letzten Mal geholfen, hätten wir die da gehabt. Das sieht jetzt interessant aus. Das sieht besser aus. Dann können wir hier die Mauer schön stark bauen. Zack, 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 zack. In der Zeit dürft ihr jetzt mit der ersten zumindest schon mal... Nee, alle fünf schlagartig. Coole Sache das. Können wir mal die noch irgendwie verbessern? Nein. Okay, die Dinger sehen natürlich grottenhässlich aus, ist klar, aber man kann zumindest durchschießen. Man kann auch durchgesehen werden, muss ich jetzt dazu sagen. Das ist die Schwachstelle an der Geschichte, aber... Man kann nicht immer alles haben. Hm, 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 hm. Achso, ja, ich muss ja noch mehr Zement machen. Hint. Wir machen noch ein bisschen Hint. Dann können wir schon mal ein bisschen was, ich hätte Steine aus der Kiste nehmen sollen. Wir brauchen dann demnächst auch wieder viel Stein. Wie immer. Klack, klack. Du kommst nach da. Du kommst damit zusammen. Dann nehmen wir dich mit. Ja, ich glaube nicht. Ihr kommt nach da. Ja. Das heißt natürlich, wenn wir viel Stein brauchen, auch, dass wir Stein einschmelzen müssen. Das sollten wir eigentlich direkt tun. Machen wir mal anstelle von Eisen. Im Moment zumindest. Zack. So. Kohle kommt hier schon mal so rein. Und dann geht's wieder los mit Minern. Und ja, ich weiß, das kann stinklangweilig sein. Aber... Wir wollen ja auch mal eine Horde überleben. Hallo, Erde. Nee. Von da kommen wir... Geht's einfach mal hier weiter. Stein brauchen wir so oder so. Ich sagte aber hier weiter, also geradeaus, nicht irgendwo da rechts. Ja, ja, schon klar. Ich könnte ja auch die kurzen Wege scrollen, aber naja. Na komm, dann müssen wir den hier unten weghauen, damit wir da weiterkommen. Ja, das kann mit einer guten Picke und so weiter irgendwann auch so weit kommen, dass wir... Da ist rechts ein bisschen, da ist ein bisschen Eisen, juhu. Dass wir... Hallo? Den Quatsch hier one-hitten. Das dauert allerdings auch lange. Dafür müssten wir etwas besser im Mining-Tools werden. Dafür sollten wir sehr viel bessere Mining-Tools herstellen können. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Miner... 69er. Kurzfristig brauchen wir erstmal alles andere. Deshalb. Ich wollte aber eigentlich geradeaus weiter.
Sag mal. Digga mich nicht, ja? Ist okay. Was bist du? Dich nehme ich mit. Schon wieder nur Blei, Mann. Irgendwann kann ich den ja brauchen. Ich weiß, aber es dauert zu lang. Wüsste ich nicht, warum wir den jetzt schon mitnehmen sollten, in so riesigen Mengen. Klar, so ein bisschen was zwischendrin macht da ja nichts aus. Ist ja gar kein Problem, aber... Das da sieht allerdings mehr nach Eisen aus. Also wieder nur Blei, aber komm, was soll's. Jetzt sind wir einmal dabei, jetzt hauen wir ihn weg. So, und weiter geht's nachher. Eventuell noch lohnen würde zu erhöhen als Skill. Aber da ist doch Blei. Ja, was ich eventuell noch als Skill-Erhöhung lohnen würde, auch wenn ich das ja eigentlich eher nicht so mag, weil erhöht sich ja von selbst, wäre Scavenging. Damit wir schneller durchsuchen, besseres Zeug finden und auch eher den Quality Joe nehmen, weiter ausbauen können, damit wir noch besseres finden. Natürlich gar nicht so verkehrt. Naja, mal überlegen. Oh, viel zu wenig. Ich mach's Deck voll. Hat du schön geschlafen, Lilly? Jo. Guck mich nicht so giftig an. Ich hab nur gefragt, ob du gut geschlafen hast, Katze. Hallo! Also Eisen... Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, könnte mehr sein, aber sieht nicht so schlecht aus. Steine könnte viel mehr sein. Ich meine auch gegen Eisen, weiteres Eisen wäre jetzt anzuwenden, aber es wäre richtig schön, wenn wir hier irgendwie mal auf eine Potassium- oder Kohleader stoßen. Bei meiner letzten Mine war das... Das, was ich fast ausschließlich gefunden habe. Ich habe zwar auch immer wieder Eisen und Blei zwischendrin gefunden, aber maßgeblich waren es dann die beiden. Gut, war allerdings auch im Waldbiom, muss ich dazu sagen. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß, dass es teilweise biomabhängig ist. Also sowas wie Ölschlacke oder so könnte man zum Beispiel nur in der Wüste finden, wenn wir dann viel Benzin herstellen wollen würden. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Das wäre dann interessant, wenn wir wirklich ein Minibike hätten. Und dann können wir mit dem Minibike, mit dem Benzin, den wir bisher haben, da locker flockig hinfahren und uns da eine schnelle kleine Mine anlegen, in der es nur um die Ölschlacke geht und alles wird gut. Aber auch da habe ich, glaube ich, Kohle und Nitrat gefunden. Ich würde aber gerne, bevor wir Minibike bauen, schon auf Kohle und Nitrat stoßen für Schießpulver. Wäre mir ein Bedürfnis. Ah, bald 1,5 Stacks voll. Das wird ja so langsam ein bisschen was. Da könnte ich ja nochmal einen Schluck trinken. Wenn ich denn jetzt einhändig die Flasche aufkriege. Ich hab sie aufgekriegt. Haha. Schade. Also wenn ich bedenke, wie schnell uns die Ausdauer ausgegangen ist, bevor wir den Miner 69er geholt haben. Und die geht uns ja jetzt quasi gar nicht mehr aus. Schon sehr angenehm. Ich meine, gut, hat auch mit der Picke zu tun, die ist was langsamer, klar, logisch, aber davon macht es auch wieder mehr Schaden. Und der Miner hilft da halt auch. Die Picke wird allerdings auch schon schlechter, weil sie unterhalb ist. Aber bei der Menge Metall, die uns schon beschert hat... Wie viel Stein? Ah, okay.
ist das eigentlich nicht schlimm. Da könnte man die gleich in Ruhestand setzen, eine neue bauen, die ein bisschen besser ist und alles wird gut. Das mit dem Schatz, glaube ich, machen wir am besten nach der nächsten Horde. Sei nicht packt der Feueralpha, aber jetzt sollten wir erstmal vernünftig arbeiten. So. Vernünftig heißt halt auf die Horde hinarbeiten. So. Ja, ja, schon klar. So, wo ist hier Licht? Aha, nirgends, das ist gut. Da ist Licht. So langsam wird's kompliziert. Ich höre euch, ich sehe euch aber nicht. Ich höre euch sterben, ich sehe euch aber trotzdem nicht. Hier, ja, sehr gut. Können wir schon mal noch. Wo haut denn ihr drauf? Scheinbar auf keine meiner richtigen Schwachstellen momentan. Nicht gut. Doch da. Ha. Ja, hau doch. Mach doch. Wenn dich damit glücklich fühlst. Ich weiß nicht, ob du schnell genug durchkommst. Wenn es kaputt ist, kommt dann Frame hin und zermindert halt. Ganz klare Jacke. Bin ich ja jetzt nicht so allzu schmerzbelastet von. So, so. Steel Pickaxe, Craft, Scrap. Stell noch ein bisschen Stahl her. Nochmal so, oh, locker flockige 25, sollte vielleicht mal reichen. Klick! Dann lege ich jetzt erstmal hier, weil er mir auf den Sack geht. Oh, übrigens, macht das keinen Sinn, das so zu machen. Ey, nicht meine Tür hauen. Da bin ich empfindlich. Die war ressourcenmäßig mächtig. Nee, die ist sehr teuer. Wollt ihr nicht einfach sterben? Macht's euch doch nicht so schwer, Mensch. Schade, dass ich dich nicht plündern kann. Nein, du bist ja auch nicht tot. Ich glaube, du wärst dann jetzt tot. Ey, cool. Das ist so totaler Quatsch, dass das geht. Ah, diese Spinnenzombies nerven. Ah, jetzt versuchen sie es da, okay. Danach habt ihr dann noch so eine Esse vor euch. Finde ich nicht als Problem. Das auch nur, wenn ihr es rechtzeitig schafft, meine Freunde der Sonne. Sehr schön. Ja, nicht so schön. Ah, aber das wollte ich dann hören. Hey. Ja, hier komme ich von hier aus sehr schlecht dran. Hihihihi. Ja, wir brauchen eindeutig mehr Nägel. Warum, erkläre ich, wenn es soweit ist. Nochmal. 100. Lieber zu viel als zu wenig. War's das schon? Was? Alles tot?
Nein! Ach da. Ja, da ganz weit hinten habe ich noch einen Rennen sehen. Aber bis der bei uns ist, ist er nicht mehr schnell. So viele um uns herum. Nett. Ach so. Ey. Na, ist es denn die Possibility? Will ich nicht. Erstmal in der Nähe von zu Hause säubern hier. Hello. Nö. Wo? Wie? Warum? Da? Nö. Dort irgendwo. Ach da, da bist du. Echt jetzt? Locker. Ah, okay. Wollt nur sicher gehen, dass wir es nicht noch anhaben, wenn wir es nicht brauchen. Nee, ich möchte keine Mine draus bauen. Wäre zwar irgendwie witzig, aber dann doch nicht so witzig. So, jetzt ist die Frage, schaffe ich es, den Bereich da zu treffen? Nein. Ja, ich will die Esse ja gerade nicht treffen, danke. Toll, haha. Komm, dann hauen wir den Quatsch weg. Wenn wir gerade einmal dabei sind, ne? Fangen wir schon mal so lang... Nee, ich die falsche Taste. Das ist uncool. Fangen wir so langsam an, uns zu verstärken. Oh, hey. Hey, du. Moment, ich muss hier eben was weghauen, dann kann ich dich auch noch looten. Vielleicht. Ja, kann ich. Gut, wäre jetzt schön gewesen, wenn du was gehabt hättest. Das wäre zum Looten irgendwie sinnvoll gewesen, aber man muss ja nicht alles haben. Man muss und kann und darf ja eh nicht immer alles haben. Da war was. Schon besser. Und so. So, schon mal eine Schwachstelle weniger. Den hauen wir auch noch eben weg. Haben wir ja schon mit angefangen, den dann noch zu reparieren. Macht ja irgendwie nicht so richtig viel Sinn im Moment. Ich könnte, aber ich möchte keine Metal-Testing-Blöcke dahin stellen. Nein, halt, Moment. Wenn der einmal weg ist, kommen wir doch vielleicht an den. Nur nicht auf die Esse springen, das wäre irgendwie gefährlich. Da ist so irgendwie warm. Latent zu warm. So, denn die Metal-Tossing-Blöcke möchte ich eigentlich statt der Dinger hier haben. Das ist sehr viel angenehmer. So. Wo fangen wir an? Ach komm, hier. Habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier etwas häufiger überfallen werden. Nee. Das wäre das richtige Werkzeug dafür. Echt? Boah, es ist tatsächlich so hell durch die Lampe. Lampen. Lighting Engine in dem Spiel hier ist noch nicht so hoch. So hundertprozentig. Klack. Klack. Damit haben wir dann schon mal eine gewisse... Ja, das gefällt mir. Kann ich mit um.
Dann möchte ich allerdings auch relativ sicher sein. Das heißt, der da drüber und der Quatsch da drunter muss weg. Dann sind wir zumindest schon mal fleckenweise wesentlich besser geschützt. Das macht natürlich jetzt so am Tag, relativ früh am Tag am meisten Sinn, weil sonst wird es ja irgendwann mitten in der Nacht und die können nicht mehr aushärten, bis denn dann mal die bösen Zombies kommen und so und ja. Ja, auch wieder keiner. Also ich zumindest nicht, auf gar keinen Fall. Das wäre jetzt doof. Da hätte ich ein Problem mit. So, dann hier noch. Das ist nämlich an der Ecke auch schon wieder recht gut bestellt. Da kommt so leicht nichts rein. Ich meine, die nächste Horde wird natürlich auch härter, aber die nächste Horde. Wir werden zumindest bis Tag 49 von Horde zu Horde härter. Eventuell auch teilweise noch danach. Das weiß ich nicht so hundertprozentig, da gibt es diverse Mythen. Das sieht hässlich aus, das will ich so nicht mehr haben. Ich da auch lieber. Schöne Betonblöcke. Da der da auch schon angegriffen ist, können wir den auch direkt austauschen? Oh, das ist tatsächlich Holz. Ich glaube, ich habe da links vergessen, den Boden auszutauschen. Kann das sein? Bin mir jetzt gerade ehrlich nicht mehr sicher. Okay, also da kommt definitiv nichts durch. Hier haben wir ja schon Doppelmauer. Und da in der Ecke Dreifachmauer. Mhm. Tut's. Ey. Ja komm, dann können wir dich eigentlich auch direkt austauschen. Du bist ja auch schon so stark runter. Gibt da noch ein bisschen Mining, finde ich gut. Das finde ich noch besser. Okay, den hätten wir gar nicht austauschen müssen, aber... sicher ist sicher. Zukunftsorientiert und so. Wie habt ihr es geschafft da oben? Ja, nun. Dann die Lücke schon mal ausfüllen hier. So. Halbes Tageslicht schon mal für leichte Verbesserungen verbraucht. Was? Ja komm, hauen wir den auch noch weg. Das ist ja... Kann sich ja keiner mit angucken, ja. Obwohl, den da unten könnten wir erst noch. Na, dafür haben wir doch das Notwendige hier. Und vor der Horde setze ich natürlich auch wieder Stacheln. Da braucht sich jetzt keiner Gedanken drüber zu machen oder wie wild Kommentare zu schreiben. Oh mein Gott, die Stacheln, die Stacheln! Ich meine, ich habe nichts dagegen. Kommentare sind toll, aber... Die Stacheln!
Oh. Nein, nicht den Boden hauen. Das möchte ich dann direkt ausgetauscht haben, beides. Wenn, dann machen wir es doch richtig. Wird so langsam. Es wird. Das ist natürlich leer, ne? Weiß nicht, lohnt es sich so langsam wieder in die Stadt zurück? Ich habe noch einen angegriffenen Block gesehen. Muss man austauschen. Muss ausgetauscht werden. Ich weiß gar nicht, ob ich die Veranda so behalten möchte. Von daher, ich würde ihn lieber weghauen und Stacheln einsetzen. Ich glaube, das bringt auf Dauer mehr. Hauen wir also erstmal einfach nur weg. Ja. Hält jetzt schon wieder. Jetzt bist du dran. Wo ich dann noch dreimal reinrenne. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt in die Stadt oder wollen wir nicht? Fragen über Fragen.